Sicher wohnen mit der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Altersgerecht und betreut wohnen Sie in der Bautzener Allee 45 bis 51. Die grundrissgeänderten Einraumwohnungen mit Balkon bieten hier ein spezielles Wohnkonzept für Senioren. Wer sich im WK1 zu Hause fühlen möchte, findet hier sanierte Zweiraumwohnungen zum Teil mit Einbauküche. Auch im Herzen der Altstadt lässt es sich in den sanierten 2- bis 3-Raumwohnungen gut leben. Fragen Sie die freundlichen Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda unter Telefon 47 50. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. Die Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht allen Mietern und Geschäftspartnern geruhsame und besinnliche Feiertage sowie einen gelungenen Start ins neue Jahr 2013. Auch im kommenden Jahr sind wir zu unseren gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Weihnachten mit Connys Hauswarm. Große Auswahl, kleine Preise, Dekoration, Geschenke, Beleuchtung. Original Herrnhuter Sterne für Innen und Außen schon ab 8,50 Euro. Connys Hauswarm an der B96 Schwarzkolm und Hoyerswerda Treff 8 Center. Einkaufen mit Köpfchen. Die Drehscheibe Lausitz. Der Wochenrückblick, jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen, mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Wochenrückblick. Und da haben wir uns heute mit den Schlossdamen hier in Hoyerswerda im Schloss verabredet. Wir wollen kurz auf das vergangene Jahr zurückblicken, wollen aber auch schon auf das Jahr 2013 schauen, was wird es Interessantes im Schloss hier in Hoyerswerda geben. Und da ist sicher wieder eine ganze Menge geplant. Es geht aber gleich los mit unserem ersten Kurznachrichtenrückblick. Gleich neben dem Schloss ist der Zoo und da hieß es in der vergangenen Woche: Tiger weg. Am Donnerstag hat der Hoyerswerda Zoo eine seiner beiden sibirischen Tigerinnen abgegeben. Bislang lebten noch 2 der 3 Tigerschwestern, die 2007 hier geboren wurden, im Zoo. Inzwischen waren die beiden geschlechtsreif und vertrugen sich nicht mehr miteinander. Nach wiederholten Rangeleien wurden die beiden schließlich von ihren Pflegern getrennt und konnten das Außengehege in den letzten Monaten nur noch im Wechsel benutzen. In Absprache mit der Zuchtbuchführerin wurde die Tigerin Raja nun an einen Zoo in Tschechien abgegeben. Ihre Schwester Irina bleibt im Zoo Hoyerswerda und kann das Gehege nun entspannt allein genießen. Traditionell zum Jahresbeginn gibt der in Kamenz ansässige Autorenkreis das neue Buch Lausitzer Almanach 2013 heraus. In der inzwischen 8. Ausgabe sind zahlreiche Beiträge von 31 Autoren zusammengefasst, wird informiert. Die Buchpräsentation erfolgt am 17. Januar um 17 Uhr im Stadttheater Kamenz. Inhaltlich berühren alle Beiträge entweder die Stadt Kamenz und die hiesige Region sowie die Gebiete der Lausitz, insbesondere auch der Oberlausitz. Dabei werden zum Beispiel verdienstvolle und unvergessene Persönlichkeiten der Lausitz gewürdigt, über die Teich- und Fischwirtschaft in der Lausitz berichtet oder die Geschichte der Forstwirtschaft im Kreis informiert, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Die städtischen Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda haben mit der neu gestalteten Fassade ihres Bürohauses in der Bautzner Allee einen echten Hingucker geschaffen. Abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten aber noch nicht. Geplant sind LED-Beleuchtungen im Vorderbereich und Solarmodule am Giebel des Gebäudes. Knapp 250.000 Euro werden von der SWH investiert. Ab Montag wird die Lieselotte-Hermann-Straße im Bereich der Turnhalle halbseitig gesperrt. Als Grund werden Bauarbeiten an der Jahn-Sporthalle genannt. Deshalb bedient die VSE die Haltestelle in Richtung Lausitzer Platz bis voraussichtlich 21. Dezember nicht, wird informiert. Eine Ersatzhaltestelle wird im Bereich des Umspannwerkes eingerichtet.
Die Energiefabrik in Knappenrode geht am Montag in die Winterpause. Bis zum 1. Februar ruhen dann die historischen Anlagen. An diesem Wochenende kann aber zum Beispiel die Dauerausstellung Heiß geliebt besichtigt werden. Besucher bekommen zur Aufwärmung einen Tee oder Glühwein gereicht. Dann sind wir also zurück im Schloss. Frau Roschmann, wie war es denn das Jahr 2012 aus Sicht der Schlossdamen? Das Jahr 2012 war ein ganz gutes Jahr für uns. Ich möchte vielleicht gleich mal mit einigen Sonderausstellungen beginnen, die für uns sehr wichtig waren. Wir haben 5 insgesamt gezeigt. Sehr wichtig fanden wir der Domowina zu ihrem 100. Jubiläum, was wir ja dieses Jahr groß gefeiert haben, sozusagen ein Geschenk zu machen. Wir hatten also im Mai die Ausstellung eröffnet, Domowina, Heimat der Sorben, 1912 in Hoyerswerda gegründet. Das Besondere an dieser Ausstellung war, dass wir zum einen die Situation der Sorben in und um Hoyerswerda herum mal aufgezeigt haben. Zum anderen war es uns aber wichtig, mal die 31 Gründungsvereine näher vorzustellen. Denn man weiß, es waren 31 Vereine, die 1912 hier diesen Gründungsakt mitgemacht haben. Aber wer waren die eigentlich? Wie lange haben die existiert? Was waren ihre Ziele? Und ganz besonders war für uns und auch, ich denke, für unsere sorbischen Mitbürger, dass wir diese Ausstellung dreisprachig gestaltet haben. Es waren also alle Texte, alle Exponatschilder in Deutsch, in Obersorbisch und in Niedersorbisch. Das fanden wir sehr wichtig, um keinen da zu benachteiligen, um zu zeigen, dass uns alle gleich wichtig sind. Und das hat uns eigentlich auch positive Kritiken von Seiten der sorbischen Bevölkerung eingebracht. Im Rahmen dieser Ausstellung fand dann auch unser Museumsfest übrigens zu diesem Thema in diesem Jahr statt. Das hieß Sorben im Schloss zu Gast und war natürlich auch dadurch geprägt, dass wir viele sorbische Vereine hier hatten, die Kulturprogramme gezeigt haben. Es gab kulinarische Kostbarkeiten der sorbischen Küche. Es gab die Möglichkeit, Ostereier zu bemalen, zu filzen, Blaudruck zu gestalten. Also es war rundum ein gelungenes Fest auch zu diesem Thema. Und als zweites möchte ich die Sonderausstellung Das Lager Elsterhorst Erinnern, Gedenken, Mahnen hervorheben. Die konnten wir im Herbst vom 9. Oktober bis 18. November im Sächsischen Landtag in Dresden zeigen. Und das war für uns wirklich auch sehr wichtig, weil das ein Thema ist, das liegt uns ganz besonders am Herzen. Wir haben ja auch jetzt den neuen Standort in Naht. Und dass das Interesse wirklich regional, deutschlandweit und international ungebrochen ist, das merken wir fast täglich. Wir bekommen viel Post, wir bekommen Anfragen. Es stehen Besucher aus Frankreich vor der Tür, die sind einfach hier, sind auf Spuren ihrer Väter, wollen gucken, wo waren die gefangen, wo haben die gelitten. Und von daher war es uns sehr wichtig, in einem so wichtigen Gremium auch ausstellen zu dürfen. Und auch von da haben wir schon wieder neue Kontakte, Anfragen, Ergebnisse. Wie funktioniert das eigentlich in Art, wenn jetzt jemand Besuch hat und sagt, komm, lass uns das mal angucken, das ist wirklich interessant. Der muss sich bei Ihnen hier im Schloss melden. Das ist unterschiedlich. Wenn er in der Woche kommt, das ist ja auf dem Gelände der Landesfeuerwehrschule. Und wer von Montag bis Freitag diese Ausstellung besuchen will, der kann da einfach hinfahren, sich am Pförtner melden, bekommt dort einen Schlüssel und kann in diese Ausstellung gehen. Am Wochenende ist es ein bisschen komplizierter. Wie gesagt, die Landesfeuerwehrschule hat da geschlossen und da muss man dann sich mit uns vorher in Verbindung setzen und dann finden wir da auch eine Möglichkeit. Wunderbar. Bei uns, liebe Zuschauer, wird es jetzt sportlich, denn die Handball-Grundschulliga der Stepkes ist in Hoyerswerda wieder gestartet worden. Am Samstag ist die diesjährige VBH-Grundschulliga in Hoyerswerda gestartet. Über 100 Kinder kämpften in der ersten, zweiten oder dritten, vierten Klasse um den Sieg auf 2 parallelen Kleinfeldern in der Sporthalle des Berufsschulzentrums Konrad Zuse. Bereits seit Anfang des Schuljahres trainieren die Jungs und Mädchen und zeigten am Wochenende ihr handballerisches Können. Für gute Stimmung sorgten ebenfalls die vielen Besucher, die die Kids kräftig anfeuerten. Am dritten Adventswochenende war es wieder soweit. Der Hoyerswerda Weihnachtsmarkt wurde abgehalten, erstmalig unter dem Namen Teschenmarkt. Bereits am Freitag wurde er mit dem Stollenanschnitt durch Oberbürgermeister Stefan Skora, dem Weihnachtsmann, dem sorbischen Becherkind und der Bäckerei Piebritz eröffnet. Neben einem Bühnenprogramm gab es viele Angebote für Jung und Alt. So bummelten die Besucher das ganze Wochenende über den Altstadtmarkt und ließen sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat am Dienstag das Lessing-Gymnasium in Hoyerswerda erhalten, denn nun steht es fest. Die Schule wird eine neue Zweifeldsporthalle bekommen. Der Fördermittelbescheid wurde von Vertretern der Stadt präsentiert. Mitte nächsten Jahres soll der Startschuss für den Bau fallen. Die Halle soll rund 865.000 Euro kosten, wovon 50% der Summe durch Fördermittel des Freistaates Sachsen finanziert werden. Der Neubau soll dann die alte Einfeldsporthalle auf dem Schulgelände hinter dem Hauptgebäude ersetzen.
Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 97 ist am Montagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto zwischen Neukirch-Schmorkau und Königsbrück in einer Kurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Wagen prallte gegen einen Baum und fing Feuer. Zeugen hätten den Mann zwar noch aus seinem Auto gerettet, er sei jedoch noch an der Unfallstelle gestorben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar. Vom 17. bis 23. März findet im Deutschen Bundestag ein Jugendmedienworkshop statt. Junge Leute, die sich für den Journalismus interessieren, können spannende Tage in Berlin erleben, in Hauptstadtredaktion hospitieren, mit Abgeordneten sprechen und die Politikbereiche kennenlernen. Bewerben können sich interessierte Jugendliche im Alter zwischen 16 und 20 Jahren mit einem journalistischen Beitrag zum Thema. Eingereicht werden können Artikel, Video- oder Fotoarbeiten. Die Bewerbungsbedingungen sind nachlesbar unter www.jugendpresse.de. Bewerbungsschluss ist der 15. Januar. Also, liebe Zuschauer, es war ein tolles Jahr, wie wir eben von Frau Rauschmann gehört haben, aus Sicht des Museums in Hoyerswerda, ein tolles Jahr 2012. Frau Noack, was wird es denn 2013 alles geben? Was ist geplant? Ja, 2013 ist für uns auch eine Art Neustart. Zoo und Schloss sind ja zusammengelegt worden und natürlich wird es auch wieder Sonderausstellungen geben. Die erste wird am 10. März eröffnet mit internationalen Fotografen, die sich sozusagen im Lausitzer Seenland bewegt haben. Die ist derzeit gerade in Großrieschen zu sehen. Und parallel ist aber ein sehr wichtiger Schritt, dass wir im Schlosssaal ein neues Infozentrum einrichten wollen, die sozusagen auf die Arbeit von Schloss und Zoo aufmerksam machen, vermitteln, was wird es Neues in den Einrichtungen geben. Und wir planen auch im Bereich des Vereinszimmers ein Schlosscafé einzurichten, sodass wir auch das gastronomische Angebot in der Zukunft realisieren können. Neben dem Zoo-Café, also Jumbo, wo wir immer noch in den Verhandlungen sind, ob wir das demnächst übernehmen können. Wir werden ausführlich über die Höhepunkte im Museum, im Schloss in Hoyerswerda, natürlich auch im kommenden Jahr berichten, liebe Zuschauer. Jetzt geht es um ein neues Denkmal in Hoyerswerda. Es wird ja gestritten unter Ihnen, braucht man es nicht. Es wird kommen, ein Denkmal, das an die Ereignisse von 1991 erinnern soll. Der Stadtrat hat jetzt sozusagen grünes Licht für den Entwurf einer Einheimischen gegeben. Dienstagabend im Hoyerswerda Stadtrat einstimmig bestätigt worden. Der Entwurf sieht einen 3 Meter hohen und 1,70 Meter breiten Torbogen aus anthrazitfarbenen Basalt vor, in dem ein Regenbogen Aussöhnung, Freundschaft und Toleranz symbolisieren soll, erklärt Künstlerin Martina Rohrmoser-Müller. Der Schriftzug Hoyerswerda vergisst nicht, wir erinnern, wird im oberen Teil des Bogens eingraviert. Zudem sollen über ein QR aktuelle Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus abgerufen werden können. Die Künstlerin kündigte an, dass die Stadt lediglich die Kosten für das Material tragen müsse. Die handwerkliche Umsetzung würde sie ohne Bezahlung übernehmen. Martina Rohrmoser-Müller stammt aus Österreich und arbeitet seit 1998 in Hoyerswerda. Ebenfalls im Stadtrat vorgestellt wurde am Dienstagabend der erste Entwurf zur künftigen Gestaltung des Konrad-Zuse-Computermuseums in der Bonhoeffer Straße. Demnach soll die Ausstellung wie ein Automat mit unterschiedlichen Ebenen aufgebaut werden. Im Vordergrund stehen interaktive Elemente, die generationsübergreifend Zuse als Erfinder, Künstler und Unternehmer näherbringen sollen, hieß es vom Planungsbüro. Sonderausstellungen und Veranstaltungen sollen zu häufigeren Besuchen anregen. Die Ausstellungsgestalter sehen im Standort zwischen Alt- und Neustadt ein großes Potenzial für das Museum und gehen davon aus, Besucher aus einem größeren Umkreis bis nach Berlin für die Ausstellung zu interessieren. Offenbar Rechte haben am Dienstagnachmittag erneut eine Veranstaltung der Partei Die Linke gestört. Während einer Plakataktion auf dem Lausitzer Platz riefen 5 Männer laut dazwischen, fotografierten die Veranstaltungsleiterin und diejenigen, mit denen sie ins Gespräch kam, so die Polizei. Als die 28-jährige Wahlkreismitarbeiterin dann selbst Fotos von den Störern fertigte, wurde sie von einem mit Schal vermummten Mann beleidigt und bedroht. Bevor die Polizei eintraf, verließ er den Platz in unbekannte Richtung. Der Staatsschutz ermittelt. Das Medienpädagogische Zentrum des Landkreises Bautzen hat in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Lausitzer Seenland einen Medienkoffer entwickelt. Diese Mediensammlung soll bei Schülern der Klassen 5 bis 10 ebenso wie bei Grundschülern Interesse und Neugier auf das Lausitzer Seenland wecken.
Die Energiefabrik Knappenrode, die Krabbertmühle in Schwarzkolm, der Geierswalder See und andere Lausitzer Sehenswürdigkeiten werden in einem eigens produzierten Film kurz vorgestellt. Der Medienkoffer steht ab sofort im MPZ in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda zur Ausleihe bereit. Weitere Informationen gibt es im Internet unter mpz-bautzen.de. Liebe Zuschauer, haben Sie gute Unterhaltung mit unserem nachfolgenden Programm und ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Elsterwelle-Teams einen fleißigen Weihnachtsmann und einen guten Rutsch. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Du hast heute Besuch von deiner Mutter, siehst du mich? Du weißt ja, wie das mit den Müttern so ist, die machen sich ja immer viele Sorgen. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um deine Zukunft. Kauf jetzt ein paar Dosen Haarspray weniger und dann wirst du nachher ganz gut was auf der Kante haben. Damit Ihre Mutter Sie nicht überrascht, machen Sie jetzt die Sparkassen-Altersvorsorge. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de.